Nach dem Album Capimo von Capo und Nemo gab es wirklich seit einigen Monaten ziemlich viele Ruhe um den Rapper Nemo. Er hat wirklich sehr wenige Tracks rausgehauen, fast sogar fast gar nichts, also hin und wieder vielleicht ein paar Instagram-Stories. Der Rapper Nemo hat vor einigen Tagen einen neuen Hit für euch präsentiert, meine lieben Freunde. Via Instagram könnt ihr euch diesen kurzen Clip anschauen. Ob da Kai jetzt zugeschlagen hat oder nicht, ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall hat der Clip mittlerweile über 1,8 Millionen Klicks. Also das ist für ein Instagram-Video für Nemo-Verhältnisse wirklich ziemlich gut, meine lieben Freunde. Wenn man genau hinhört, wird man merken, dass dieser Track einigermaßen in einigen Stellen kopiert wurde von dem Rapper Jay-Z aus der amerikanischen Hauptstadt USA, meine lieben Freunde. Der Track wurde auf jeden Fall in einer anderen Art und Weise irgendwie adoptiert oder gecovert, würde ich mal so sagen, meine lieben Freunde. Ja, also ich zeige euch mal den originalen Hit von Jay-Z und Beyoncé, meine lieben Freunde, dann könnt ihr euch mal einen kleinen Blick von machen. Vielleicht denkt ihr auch, okay, das hört sich gleich an. All I need in this life is me and my girlfriend. Tell me why it's a bloody end. Just me and my girlfriend. So, und jetzt nochmal zum Vergleich. Den Track von Nemo könnt ihr euch auch reinziehen. Und ihr werdet merken, da sind einige Ähnlichkeiten, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, ziemlich krass. Also in den letzten Wochen oder Monaten habe ich wirklich gemerkt, die 80er, 90er Jahre Hits kommen langsam wieder in den Trend, meine lieben Freunde. Also die neue Jugend, die neuen Kiddies heutzutage werden das wahrscheinlich nicht kennen oder nicht gehört haben, meine lieben Freunde. Für euch ist es natürlich, wow, niemals neuen Hit. Blablabla. Natürlich ist das Gute daran, das waren alles Hits damals und werden natürlich neu verformt und neu gecovert und hören sich natürlich im Jahr 2019 noch geiler an, meine lieben Freunde. Kürzlich gab es bei Summer Jam auch schon mal eine kleine Coverung von einem alten Song, I Like to Move It, Move It, und hört sich auch ziemlich geil an, meine lieben Freunde. Finde ich ziemlich cool, dass die Rapper mit ihren Beat-Produzenten sowas produzieren können. Echt geil, finde ich echt super. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit unserem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr diese wunderschönen letzten Minuten euch reingezogen habt. Ihr seid natürlich jetzt am Start. Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Gefällt mir da, dass ich noch weiter in den nächsten Wochen schöne Videos für euch produzieren kann. Motiviert mich immer weiter, Freunde. Bisher habt ihr mich sehr motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr krass am Start, sehr aktiv, so wie auch auf Instagram. Da könnt ihr mich auch gerne verfolgen, ja, meine lieben Freunde. Also wenn jemand Bock hat, mich mal ein bisschen, könnt ihr mich gerne auf DOWG Original Hacker for You und das 3DL in der Mitte von nicht vergessen. Und dann, dann geht's ab wie bei der Love Parade. Peace and out. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst. Rip-Talk.